Hallo, willkommen zu den Marburger Fadenspielen. Ich bin Frauke und ich zeige euch heute ein neues Fadenspiel, das heißt das Fischernetz. Dazu nehmen wir mit der rechten Hand in unserem Seil die Grundhaltung ein. Dann drehen wir das Seil einmal und nehmen an der linken Hand auch mit Daumen und kleinen Finger die Grundhaltung ein. So sieht das dann aus und in dem Seil ist in der Mitte ein Kreuz, das ist wichtig. Jetzt gehe ich mit dem rechten Mittelfinger unter die Innenhandschnur der linken Hand, ziehe die Seile an, gehe mit dem linken Mittelfinger unter die Innenhandschnur zwischen den beiden Seilen hier unter dem Mittelfinger rechts das Seil und ziehe auch hier an. Jetzt nehme ich die beiden Daumen aus den Seilen raus, ohne die anderen Seile zu verlieren. Jetzt brauche ich den rechten Zeigefinger und gehe zur linken Hand in diese Schlaufe, schiebe meine Hand, meinen Finger unten drunter durch, ziehe schön gerade. Jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger zum rechten Mittelfinger unter die Schnur, schiebe den Finger durch und ziehe alles schön gerade. Jetzt muss ich mit dem Daumen über alle Schnüre drüber gehen zu der vorderen Schnur vom kleinen Finger und schiebe meine Daumen beide darunter und ziehe die Seile wieder schön gerade. Jetzt gehe ich mit Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand über die große Schnur, die quer über den anderen liegt, am Zeigefinger, Mittelfinger, schiebe meine zwei Finger drunter durch und ziehe alles schön gerade. Jetzt gehe ich mit Mittel- und Zeigefinger der linken Hand zu dieser querliegenden Innenhandschnur über den Fäden und schiebe auch da meine Finger drunter und ziehe alles schön gerade. Jetzt nehme ich mit den Daumen und Zeigefinger die Schlaufen der linken Hand und entkreuze diese. Also am Daumen hier zum Beispiel sind Kreuze, die wollen wir nicht haben. Da gehe ich einmal hin, drehe das Ganze um. Dann gehe ich mit der linken Hand zum rechten Daumen, nehme die Schlaufe vom Daumen runter, drehe die einmal um und ihr seht, jetzt sind hier die Kreuze verschwunden. So, jetzt muss ich das am Mittelfinger auch machen, am Zeigefinger nicht, aber am Mittelfinger. Ich gehe also zum Mittelfinger und nehme die Schlaufe, die sich um den Mittelfinger gebildet hat, drehe die einmal um, dass das Kreuz unten weg ist. Hier ist auch ein Kreuz, das will ich weg haben. Ich gehe also mit der linken Hand zum rechten Mittelfinger, hebe die Schlaufe einmal vom Finger, drehe die um, sodass das Kreuz weg ist. Und jetzt brauche ich noch die kleinen Finger. Da nehme ich auch die Schlaufe vom kleinen Finger vorsichtig runter, ohne andere Fäden zu verlieren. Lege sie gerade wieder über den kleinen Finger und jetzt noch am rechten kleinen Finger auch die Schlaufe einmal nehmen, umdrehen. Alle Kreuze sind weg und so haben wir das Fischernetz. Ja, viel Spaß beim Üben und es gibt auch noch mehr.